Julian, du weißt, im Haus wird nicht Skateboard gefahren. Außer du lässt mich jetzt mal kurz fahren. Dann erzähle ich es nicht deiner Mama. Los, lass mich fahren, komm schon. Oh nein, Papa! Papa, du kannst kein Skateboard fahren. Außerdem ist das voll gefährlich. Und bestimmt bist du so laut, dass das Mama hört, weil ich mache das jetzt immer ganz, ganz leise, damit Mama das halt nicht hört. Och, Julian, jetzt lass mich doch auch mal fahren, Mensch. Los, komm, ich krieg das hin. Und außerdem, wenn du mich jetzt nicht auf das Skateboard lässt, ne, dann erzähle ich das deiner Mama. Oh, ja, ist ja gut, Papa. Du bist manchmal voll die Petze. Ja, dann geh eben aufs Skateboard. Aber fall nicht runter und mach's nicht kaputt. Da, bitte. Julian, ich zeig dir jetzt mal, wie wir in unseren Zeiten gefahren sind. Also Skateboard fahren, das kann ich auch. Also, gar kein Problem für mich. Jetzt schau mal ganz genau hin. Das ist der Martin-Vogel-Trick. Oh, Papa, ja, mach und sei nicht so laut. Mama hört das sonst gleich noch. Na, siehst du, Julian? Ganz einfach. Ich kann das. Oh ja, Papa, gar nicht so schlecht. Doch, stimmt. Das ist ja wie in alten Zeiten, Julian. Oh Mann, macht das Spaß. Da habe ich ja ganz vergessen, wie Spaß das macht. Oh Papa, sei doch leise. Mama kommt gleich hoch. Oh, sei doch leise. Wow, wieso leise, Julian? Papa, Papa, guck nach vorne. Papa, guck nach vorne. Du fällst gleich noch runter. Was? Wo? Oh. Oh. Wo bin ich denn? Hallo? Wo bin ich hier? Oh, mein Kopf dröhnt ja. Hey du, Papa, steh auf! Steh auf, Mama kommt gleich hoch! Papa, alles in Ordnung bei dir? Oh Mann, das sah aber gar nicht gut aus. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit dem Skateboard fahren. Julian, was ist hier denn passiert? Hast du Papa umgefahren mit dem Was ich? Skateboard? Nein, nein, niemals. Papa ist selber mit dem Skateboard gefahren und Wirklich? dann Das ist. glaube ich Ja, doch, nicht. wirklich. Und der liegt jetzt hier. Doch, Papa, wirklich. erzähl keinen Quatsch. Martin? Ist alles in Ordnung bei dir? Hast du dich Was? verletzt? Was? Martin? Mama, ich war das wirklich nicht. Papa ist selber gefahren und ist hingefallen. Also du kannst ihn auch fragen. Ich nehme jetzt mein Skateboard und er wird dir die Wahrheit sagen. Mann, oh Mann, ich lass Papa nie wieder mit dem Skateboard fahren. Fast wäre das sogar kaputt gegangen. Oh, der kann ja gar nicht fahren. Hä, wo bin ich? Martin, Hallo? du liegst im Kinderzimmer Was? auf dem Ich liege im Boden. Kinderzimmer. Warum liege ich denn im Kinderzimmer auf dem Boden? Du Was ist bist denn hier gestürzt. passiert? Ich bin gestürzt? Niemals. Julian hat mir erzählt, dass du mit dem Skateboard gefahren Was? bist und dann Ich? hingefallen. Ja, Ich? genau. Niemals. Doch, Papa, du bist mit dem Skateboard gefahren und dann bist du halt auf den Kopf gefallen. Junger Mann, das ist jetzt gerade nicht dein Ernst. Ich soll mit dem Skateboard gefahren sein. Komm mal hier hin, junger Mann. Komm mal hier hin. Hä? Papa, was ist denn los? Warum schreist du denn jetzt auf einmal? Sofort hier hin, habe ich gesagt. Tja, dieses Skateboard hier wird jetzt erstmal einkassiert. Hier im Haus mit dem Skateboard fahren. Das geht gar nicht. Junger Mann, hier müssen mal andere Seiten aufgezogen werden. Disziplin, ich will Disziplin sehen. Hä, Papa, was ist denn mit dir auf einmal los? Außerdem bist du mit dem Skateboard gefahren und nicht ich. Du bist blöd. Was? Du hast mich blöd genannt Martin, gerade? beruhig dich doch erstmal. Warum bist du so streng? So kenne ich dich doch gar nicht. Du musst doch nicht gleich das Skateboard Ja, einkassieren. natürlich, der Junge braucht Disziplin. Du Der bist Junge doch braucht sonst auch nicht Disziplin. so. Und ich verstehe gar nicht, wie du so locker sein kannst. Also, dass er überhaupt noch das Skateboard hat, das verstehe ich nicht. Also, Martin, wie also erziehst du ihn denn, normalerweise sag bin ich mal? doch die strengere von Ja, uns beiden. nee, nee. Oh, Papa, gib mir jetzt das Skateboard. Also das gehört mir. Du kannst mir das doch nicht jetzt einfach wegnehmen. Und außerdem bist du gefahren. Hey. Finger weg. Finger weg, habe ich gesagt. Ey, packst du hier dieses Skateboard noch einmal an, dann gibt's richtig Ärger, mein Lieber. So, das Skateboard kommt jetzt erstmal weg. Claudia, kümmerst du dich bitte jetzt um den Jungen? Also, ich verstehe nicht, wie der so werden konnte. Was ist denn mit dem los? Ich weiß überhaupt nicht, was in ihn gefahren ist. So streng zu sein, das Skateboard zu kassieren. Oh, ist er überhaupt mit dem Skateboard gefahren? Stimmt das oder stimmt es nicht? Mama, er ist gefahren und ist halt voll auf den Kopf gefallen. Vielleicht hat er irgendwas am Kopf jetzt oder so. Keine Ahnung, aber warum schimpft er jetzt so mit mir? Ich Ich hab kann doch dir gar das nichts auch nicht gemacht. erklären. Ich weiß es nicht, Julian. Ich werde auf Ja, jeden voll Fall nochmal mit ihm komisch. reden. Ja, mach das. Vielleicht hat er einfach schlechte Laune, einen schlechten Tag. Ich weiß es nicht, Julian. Guck Oh Mann, ist das mal. witzig. Ja, der Bär ist gerade über den Baum gefallen. Hast du das gesehen? Der sieht voll niedlich aus, aber Bären sind gefährlich. Was ist hier denn los? Sag mal, warum ist denn der Fernseher an? Papa, wir gucken eine ganz lustige Serie. Ja, Das das musst sehe du ich, das unbedingt sehe ich. schauen. Das wird dir Nee, gefallen. Das ganz ist echt bestimmt nicht. gut. Komm. Da darf ich euch mal vielleicht fragen, wer euch erlaubt hat, hier Fernsehen zu schauen? Also mich habt ihr nicht gefragt. Mama hat das gesagt, wir So, dürfen. nee, Fernseher aus, los, Fernseher ausschalten. Warum? Los. Aber Papa, die Sendung ist doch gar nicht Ja, zu Ende. das ist mir sowas Oder? von Wir egal. dürfen das doch und es sind doch Nein, nein, Ferien. Fernseher Und aus. da kommen So, auch mehrere sofort. Folgen hintereinander. Nein, nein, Warum denn, nein. Papa? Ruhe jetzt. Mama hat ja aber gesagt. Sag mal, ihr wollt doch jetzt nicht mit mir diskutieren, oder? Fernseher Aber aus, sonst habt ihr Papa, 10 Jahre was ist Hausarrest. los, Los, Fernbedienung Papa? her. Papa ist ganz Ja, fies du und brauchst jetzt hier nicht heulen, du brauchst jetzt nicht heulen. Kleines Baby, du. Papa, warum machst du das? Warum bist du so komisch? Du bist doch sonst, guckst doch so gerne mit uns Fernsehen.
Sag mal, ist das hier die Quizshow oder was? Muss ich eure Fragen beantworten? Fernseher aus und ab auf euer Zimmer. Also, unfassbar. Aber ist total blöd. Was? Was? Was habe ich da gehört? Was habe ich da gehört? So, du hast für die nächsten 20 Jahre Hausarrest und Fernsehen darfst du nie wieder schauen. Ist das klar? Ab auf dein Zimmer, habe ich jetzt gesagt. Hausarrest, habe ich gesagt. Was ist denn hier los? Warum schreist du so rum? Wer hat denn erlaubt, hier Fernsehen zu schauen? Also mich haben sie nicht gefragt. Ich habe das erlaubt. Und wen hast du gefragt, wenn ich fragen darf? Hast du mich gefragt? Nein, ganz bestimmt nicht. Als ob ich dich fragen müsste. Hier ist ein komplettes Chaos in diesem Haus. Martin, du hast vollkommen die Nerven verloren. Ich hab die Nerven verloren. Total über. Und du hast den Überblick hier verloren. Also wie die Kinder überhaupt drauf sind. Ab auf euer Zimmer, habe ich gesagt. Emma. Nein. Hanna, auf euer Zimmer. Los jetzt. Was ist denn mit dir los? Wenn ich den Kindern jetzt sage, sollen auf ihr Zimmer, dann ist das jetzt so. Ich unterstütze das überhaupt nicht, Martin. Du bist total von Sinn und schreist hier rum. Ich finde das nicht in Ordnung. Das geht so nicht. Und wo ist der Junge überhaupt? Julian, runter jetzt. Wo ist der jetzt schon wieder? Julian! Mama, Papa, der hat einfach mit uns geschimpft, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Ja, wir waren lieb. Und wir haben einfach nur eine Bärensendung geguckt und jetzt dürfen wir die nicht weitergucken, hat er gesagt. Was ist nun mit Papa los? Bleibt der jetzt für immer so auch lieb? Nicht. Oh Mann, Papa ist ja verrückt geworden und ein gutes Versteck hat er auch nicht gefunden. Ist doch klar, dass ich mein Skateboard wiederfinde hier im Badezimmer. Oh Mann, oh Mann. Naja, ich glaube, ich gehe jetzt zum Spielplatz, aber erstmal muss ich wieder mit dem Skateboard üben. Julian! Wo ist dieser Junge nur? Julian! Ich hab gesagt, komm hier hin! Julian! Boah, Papa, was willst du? Ich muss doch üben! Sag mal, was ist hier denn los? Du auf dem Skateboard, ich hab das doch versteckt! Runter da, runter! Ah, Papa, weg da! Papa, weg da! Ist viel zu spät, ich kann nicht mehr runter! Weg da! Boah! Au! Oh, Papa, sag mal, wo bist du da auf einmal gekommen? Oh, Mann! Oh, jetzt tut auch mein Kopf weh! Was ist denn hier schon wieder passiert? Julian, hast du jetzt Papa überfahren? Ja, habe ich, aber der ist einfach von irgendwo gekommen. Ich habe den nicht gesehen. Martin, tut mir leid. Bist du verletzt? Geht's dir gut? Julian, was ist denn los? Bist du irgendwo verletzt? Blutest du? Nein. Bist du auf den Kopf gefallen? Ich bin nicht auf meine Nase gefallen. Mein Kopf tut ein bisschen weh, aber das geht schon. Ach Mensch. Martin, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, mein Kopf tut nur ein bisschen weh, aber sonst alles okay. Den müssen wir direkt kühlen. Wo bin ich denn? Ich war doch gerade noch in Julians Zimmer. Was mache ich denn jetzt hier? Papa, ich finde dich richtig blöd heute. Du bist total gemein gewesen und das kriegst du alles zurück. Du bist richtig fies. Ach, Emmalein, was ist denn? Was ist denn passiert? Hast du eine böse Sendung geguckt oder so? Oder was ist denn los mit dir? Warum weinst du denn? Komm mal her, Prinzessin. Du bist fies zu mir gewesen. Fies? Nein, du hast einfach das Fernsehprogramm ausgemacht. Was? Ich? Claudia? Julian, warst du das? Nein, ich würde sowas doch nie machen, Emmalein. Komm mal hier hin. Komm mal auf meinen Schoß. Nicht weinen, Emmalein, nicht weinen. Ich hab doch keine schlechte Laune. Also ich verstehe gar nicht, Claudia. Du hast ganz doll mit uns geschimpft. Was? Emma hat recht, du hast dich total daneben benommen. Du hast hier rumgebrüllt. Warst total von ich? Sinn, hast alle angeschrien. Ich? Ja. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich von Julians Skateboard runtergefallen bin und jemanden angeschrien, das würde ich doch niemals machen. Jetzt wirklich? Ja. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ach, Emma Prinzessin, das tut mir leid, Schätzchen. Ich bin froh, dass du wieder lieb bist, Ja, Papa. Natürlich, ich bin doch immer lieb. Willst du vielleicht mit Julians Skateboard fahren? Oh ja, bitte. Hey, nein. Woher kommt denn das jetzt auf einmal? Und wir wissen, wie das endet, ne? Wenn jemand Skateboard fährt, der kein Skateboard fahren kann. Nö.